Moin Leute, Venomster back und damit herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 5 Online Video hier auf meinem Kanal. Mega Geschenk von Rockstar Games in GTA 5 Online und wir haben ein neues Event am Start. Darum geht es hier in diesem Video. Falls du neu bist, lass doch gerne ganz kurz ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Mach auf jeden Fall die Glocke an, denn dann verpasst du keine weiteren GTA 5 Videos oder auch Livestreams. Und wenn du Bock hast, dann gib doch ganz kurz schon mal ein Like für das Video, für den Algorithmus. Das würde mir sehr, sehr weiterhelfen. Jetzt würde ich sagen, fangen wir auch schon sofort an. Wie jedes Mal habe ich ganz kurz noch eine Person gegrüßt, die unter dem letzten Video einen Kommentar geschrieben hat. Gruß geht raus an Lost Luca. Er hat geschrieben, gutes Video, sehr gute Infos. Wäre schön, wenn du mich im nächsten Video mal grüßen würdest. Also Lost Luca, danke dir für deinen Kommentar. Gruß an dich. Ja, Freunde, Rockstar Games hat den offiziellen Newswire-Artikel veröffentlicht und da dachte ich, müssen wir auf jeden Fall nochmal drauf schauen. Es sind teilweise auch schon ein paar Infos dabei, die vielleicht im Eventwochenvideo schon angerissen wurden, aber ich glaube, einige haben da noch nicht alles so ganz genau mitbekommen. Deswegen hier nochmal jetzt die Information. Bevor wir gleich nochmal zum Geschenk kommen, würde ich sagen, fangen wir mit dem Event, denn wir haben das sogenannte Panzerfahrzeug oder auch Imanitech Event in GTA 5 Online jetzt in dieser Woche. Und das heißt eben folgendes, Rockstar Games hat genau das hier geschrieben. Durch die Erweiterung eurer Agentur mit einer Fahrzeugwerkstatt, die bis zum 23. Februar um 30% reduziert ist, erhaltet ihr den Zugriff auf Imanitech-Modifizierungen wie Fernsteuerungseinheiten oder Lenkraketenstörsender. Diese praktischen Verbesserungen sind in dieser Woche um 25% günstiger und können bei ausgewählten High-End-Fahrzeugen, die im Rahmen von The Conduct veröffentlicht wurden, nachgerüstet werden. Das heißt, jegliche Fahrzeuge, die ihr eben in der Agentur mit Imanitech ausstatten könnt, sind jetzt billiger. Und genau zu diesen Fahrzeugen bei dem Event zählen jetzt eben folgende. Einmal der Mammoth Patriot, dann haben wir den Ineos Jubilee, wir haben den Bravado Buffalo STX und wir haben den Debussy Champion. Und natürlich nicht zu vergessen auch noch den Ineos Deity. Das heißt, wenn ihr diese Fahrzeuge panzern wollt, dann solltet ihr es jetzt in dieser Eventwoche machen, weil eben dieses Event nur bis Donnerstag geht. Und jetzt bekommt ihr eben 25% auf alle Panzerungen. Und selbst wenn ihr die Fahrzeugwerkstatt, wo ihr eben dann Imanitech tunen könnt, noch gar nicht besitzt, könnt ihr euch das trotzdem auf jeden Fall kaufen, weil auch die in dieser Woche um 30% reduziert ist. Also, wenn ihr eure Autos ein bisschen sicherer, ein bisschen gepanzerter machen wollt, dann nutzt es jetzt auf jeden Fall aus. Und dann kommen wir jetzt noch zum Geschenk, was in dieser Woche wirklich mal wieder um einiges besser ist als alle anderen Wochen davor. Denn davor war es immer so, wir haben T-Shirts bekommen, manchmal gab es auch gar nichts. Und jetzt, Freunde, gibt es tatsächlich ein Fahrzeug, denn wir bekommen ein Auto geschenkt. Ob das Auto gut ist, das ist die andere Frage. Das, ja, werden die meisten von euch wahrscheinlich schon wissen. Aber Fakt ist, dass Rockstar Games endlich mal wieder, ja, wenigstens uns ein Fahrzeug schenkt und nicht irgendwie nur ein komisches T-Shirt. Sie haben dazu folgendes geschrieben, ihr habt jetzt das Bedürfnis, den Weenie Easy in eure Sammlung aufzunehmen, holt ihn euch bis zum 23. Februar kostenlos bei Southern San Andreas. Und jetzt stelle ich mir halt die Frage und ihr euch wahrscheinlich auch, ist das jetzt gut oder ist das nicht gut? Denn auf der einen Seite, klar, geil, wir bekommen ein Auto, auf der anderen Seite, es ist halt einfach, ja, der Easy. Deswegen wird es wahrscheinlich so aussehen, dass, ja, sich nicht alle darüber freuen. Deswegen deine Meinung dazu bitte mal kurz in die Kommentare. Bist du froh über dieses geschenkte Auto oder sagst du, ey, sorry, aber das hätten wir echt nicht gebraucht? Fakt ist auf jeden Fall, es ist zumindest ein kleines bisschen besser als ein T-Shirt. Der traurige Punkt ist halt nur, der Wagen kostet halt, ja, normalerweise 18.000 GTA-Dollar. Deswegen ist es jetzt wirklich nicht heftig, sagen wir es mal so. Zum Schluss kurz noch die Info bezüglich der Preisfahrzeuge oder der, ja, Testfahrzeuge sozusagen. Und zwar können wir diese Woche den Debussy Spectre testen, den Truffet Nero und auch den Weenie Easy Sport. Das Ganze geht im LSK mit auf der Teststrecke. Wenn ihr die testen wollt, dann jetzt bis zum nächsten Donnerstag machen. Und das soll es schon ganz kurz mit der Zusammenfassung vom Rockstar Games Newswire Artikel gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat oder einfach informativer, kurz ein Like da lassen, würde mich freuen. Kanal abonnieren, Glocke anmachen. In dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Stream. Bis dann, macht's gut, Freunde, haut rein und ciao. We'll be right back.